Ich denke, jeder sollte schon mal diesen Tanz gesehen haben, oder? In diesem Video will ich mir das Spiel Freitag der 13. anschauen, wie es entwickelt wurde, was das überhaupt für ein Spiel war und wie es letztendlich wegen Lizenzen gescheitert ist. Willkommen beim Retter der Menschheit. Ich sollte vielleicht irgendwann mal erklären, warum ich mich so nenne, oder? Ach egal, liked einfach das Video und gönnt euch Kanalmitgliedschaften. Außerdem haben 0%, die meine Videos schauen, meinen Kanal abonniert. Macht weiter so, ihr macht es richtig. Die Entwicklung vom Spiel begann im Jahr 2014 und hieß damals eigentlich sogar Summer Camp, ein Multiplayer-Horrorspiel, das an bekannte Slasher erinnern sollte. Jedoch hatten die Entwickler sehr viel Glück und bekam die Lizenz von Freitag der 13. in die Hände. Und jeder weiß, was so ein Lizenzspiel für einen Hype auslösen könnte. Und dann startete 2015 die Kickstarter-Kampagne zum Spiel, um das Spiel noch weiter zu finanzieren. Kickstarter ist einfach dafür da, dass man da sein Spiel vorschlagen kann und man dafür halt Belohnungen bekommt, wenn man dafür Geld rein investiert. Das Ziel von dieser Kampagne war aber $700.000. Und was soll man sagen? Die haben mit 1,2 Millionen Dollar die Kampagne beendet. Das Spiel hörte sich bis hierhin also wie der nächste größte Hit in der Gaming-Geschichte an. Selbst die originalen Stimmen der Darsteller waren im Spiel dabei. Aber wie spielte sich das Spiel eigentlich? Das Spiel ist ein asymmetrisches Spiel wie Dead by Daylight. Und das bedeutet, dass es hier zwei Teams gibt. In dem einen Team ist der Killer und im anderen Team sind die Survivor. Und wegen der Lizenz war hier der Killer Jason. Und alles spielt einfach in der Welt von Freitag der 13. Als Überlebender musstest du irgendwie aus dem Camp entkommen. Entweder mit krassen Dance-Moves oder durchs Plündern von Häusern. Denn hier konnte man in fast jeder Schublade irgendwas finden. Sei es ein Walkie-Talkie, ein Baseballschläger, eine Machete, eine Gun. Aber auch Items, die dir zur Flucht helfen, wie ein Benzinkanister oder ein Autoschlüssel. Denn wie man vielleicht jetzt gerade hören konnte, ist hier das Interessante, dass es nicht diese Dead by Daylight Formel hat. Die Dead by Daylight Formel ist ganz einfach erklärt, du reparierst 5 Generatoren, gehst zum Ausgangstor, machst ihn auf und bist dann halt frei. Sondern du bist einfach random irgendwo im Camp gespawnt und konntest dann die einzelnen Häuser looten. Und manche Items sind so besonders, wie zum Beispiel etwas fürs Auto, dass du es tanken kannst und so weiter. Denn man konnte zum Beispiel mit einem Boot fliehen. Man konnte die Polizei anrufen, um dann zu fliehen. Man konnte ein Auto reparieren, mit dem man dann auch wirklich zum Ausgang fahren musste. Oder auch Jason töten. Es hatte einfach sehr viele Wege, um zu entkommen und keine Runde war einfach dieselbe. Wenn Jason dich erwischt hat, warst du einfach tot. Und ein extra Weg zum Entkommen war, wenn du zum Beispiel deine Teammates mit einem Auto überfährst oder sie mit einer Gun erschießt. Warte, das sollte man nicht machen? Oh. Aber was konnte Jason eigentlich? Zum Beispiel eine der Fähigkeiten hieß Morph. Da konnte Jason sich überall auf der Map hin teleportieren. Dann hat er noch eine Fähigkeit, die Sinn heißt, indem ihn einfach seine Sicht grau gefärbt ist und interessante Objekte sind einfach rot. Die Fähigkeit Shift ist einfach, dass er sich sehr schnell bewegen kann und auch dabei unbemerkt ist. Das kann meistens dazu führen, dass Jason sich einfach packt. Dann hat er noch Stalk, indem er einfach leise ist. Also die Survivor hören ihn zum Beispiel dann eher weniger und fühlen sich wahrscheinlich sicherer. Dazu hat Jason noch einen Rage-Modus. Es ist sozusagen seine Ultimate. Das heißt, seine normalen Fähigkeiten bekommen halt einen Buff und sein Zerstörungspotenzial erhöht sich. Er kann zum Beispiel Türen einfach mit einem Schlag kaputt machen. Dazu kann er auch Bärenfallen platzieren, also wie der Trapper aus Dead by Daylight, und wenn die Survivor da drin landen, müssen sie sich befreien. Er hat auch Wurfmesser, die er auf der Map finden kann, die er dann auf Survivor schmeißen kann. Das Interessante war aber auch, dass Jason mehrere Versionen hat, die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Du kannst zum Beispiel Jason Teil 2 spielen. Wo ist Jason Teil 1? Und jeder dieser Jason hat spezielle Stärken und Schwächen. Und das ist schon interessant. Zum Beispiel der Teil 7er Jason, der in Wasser versunken wurde, konnte zum Beispiel einfach sehr schnell im Wasser sein. Dazu konnte man dann auch seine Waffe anpassen. Es gab auch zwei spezielle Jason. Einmal Jason Savini, der ziemlich brutal aussieht. Und dann gibt es noch Retro Jason, was sozusagen ein Scherz von den Spielern ist. Aber er ist wirklich im Spiel drin. Er hat zwar die gleichen Fähigkeiten wie Teil 3 Jason, aber er hat eine lustige 8-Bit Soundmusik. No! Man merkt also, man hat sich bei diesem Spiel wirklich Gedanken gemacht und wirklich
Es ist wirklich cool. Jasons Aufgabe ist es, die Camper davon abzuhalten, zu entkommen und einfach zu töten. Er muss einfach genug Schaden machen, bis die Survivor dann halt am Boden liegen oder er sie im Griff hat. Und dann kann er so einen richtig coolen Finisher machen. Das Coole ist auch, dass die Finisher hier anpassbar sind. Das heißt, du kannst sie dir im Spiel verdienen und hast dann Tötungsanimationen, die auch von ortsabhängig ganz anders sein können. Zum Beispiel hier die Toilette oder hier das Lagerfeuer. Aber für die Survivor gab es noch ein ganz besonderes Event. Und ich sag euch, wenn ich davon erzähle, und du wusstest davon nicht, dann wirst du wahrscheinlich geschockt sein, dass das möglich war. Denn es gab einen Charakter namens Tommy Javis. Der hieß doch so, oder? Ja, Tommy Jason, ja. Nee, Tom. Ne, der hieß. Das hieß doch so Genshin Impact, oder? Diesen konntest du von Anfang an des Spiels nicht auswählen. Der ist so ein besonderer Charakter, einfach weil er auch in den Filmen immer wieder zurückkommt, glaube ich. Und den musstest du speziell mit einem Radio im Spiel, den du finden musst, rufen. Das würde dann bedeuten, dass wenn Survivor entkommen oder gestorben sind, dass ein Survivor die Chance hat, als Tommy zurückzukommen. Und was man mit Tommy machen kann, das ist einfach so krass. Denn wenn du den Pulli aus der Hütte von Jason holst, also der Pulli von der Mutter, Jason die Maske runterschlägst mit einer Machete, Baseballschläge oder so, Tommy eine Machete findet oder eine Axt und Jason dann wegen diesem Pulli gestunt wird und man dann auf ihn einprügelt wie damals in der Schule und dieser dann zu Boden fällt, kann Tommy Jason einfach töten. Und das ist einen Weg, das Spiel zu gewinnen, was wahrscheinlich ziemlich selten in normaler Runden passiert. Aber genau solche Features haben das Spiel einfach irgendwie so besonders gemacht. Das Konzept war für die meisten Spieler schon so gut, dass man das schon als Dead by Daylight Killer bezeichnet hat oder auch, dass man Dead by Daylight mit diesem Spiel vom Thron schmeißt. Und natürlich gibt es von dem Spiel sehr viele Memes. Zum Beispiel hier Chatface habe ich erst gedacht, die meinen damit das Giga-Chat. Ja, es war halt kein Giga-Chat, ich war ein bisschen enttäuscht. Dieser Tanz, der auf TikTok und so weiter ziemlich viral ging. Aber auch so Leute, die einfach das Spiel gegrieft haben. Zum Beispiel, indem sie ihre Teammates erschossen, erstochen, überfahren haben. Warum ist das überhaupt möglich? Man erwartete einfach nicht, was jetzt gleich passieren wird. Denn wenn man sich das so jetzt so anhört, dann hat das Spiel ja schon so eine goldene Zukunft. Doch dann kam plötzlich die Frage auf, wer besitzt eigentlich die Rechte für das Franchise? Und warum sind wir jetzt vor Gericht? Victor Miller ist der Drehbuchautor des eigentlichen Films und er verklagte 2016 die Rechteinhaber Horror Inc. und Sean S. Cunningham, den Produzenten und Regisseur des Films, um die Kontrolle des Franchises wiederzubekommen. Sean S. Cunningham behauptete, dass Miller im Rahmen eines Work for Hires, also eines Auftrags, das Drehbuch für Freitag der 13. geschrieben hat. Work for Hire bedeutet, dass einfach eine Firma einen Auftrag mit einem Autor macht, der Autor schreibt das Drehbuch oder sonst etwas und die Rechte bleiben aber bei dem Auftraggeber. Das heißt, der Autor gibt seine Rechte am Werk ab und wird dafür dann halt bezahlt. Victor Miller war aber anderer Meinung, denn er meinte, er sei kein Angestellter gewesen und habe auch keinen Vertrag unterschrieben, sodass das nicht als Work for Hire zählen kann. Deswegen behauptete Miller auch, dass er als Urheber für das Drehbuch berechtigt sei und nach amerikanischem Copyright-Gesetz kann er das halt zurückfordern. Die Problematik bei diesem Rechtsstreit war einfach, wer von beiden hat jetzt eigentlich recht? Denn die eine Seite kann es nicht beweisen und die andere Seite kann auch nichts beweisen. In den USA gibt es so eine Urheberrechtregelung, dass die Autoren erlaubt sind, nach 35 Jahren die Rechte an ihrem Werk zurückzufordern. Es sei denn, das Werk wurde als Work for Hire erstellt. Und das Problem am Spiel war einfach, dass es 2017 rauskam, während der Rechtsstreit 2016 begonnen hat. Die Entwickler hatten also Angst, wenn sie jetzt Inhalte, die Miller gehören, einfügen, dass Miller diese verklagen kann. Und das wollte man dann einfach nicht riskieren und deswegen hat man gesagt, wir bringen jetzt keine Updates mehr raus, bis der Rechtsstreit geregelt ist. Und das ist für ein Spiel, das auf Live-Service setzt, gar nicht so gut. Und es ging im November 2020 so weit, dass die dezidierten Server, keine Ahnung was das heißt, offiziell abgestellt werden. Das heißt, die offiziellen Server kann man nicht mehr benutzen. Stattdessen konnte man das Spiel trotzdem durch Peer-to-Peer spielen. Boah, ich glaube, die Community muss den ja richtig gehasst haben. Und im Jahr 2021 entschied das Gericht zugunsten von Victor Miller. Das Gericht stellte fest, dass er kein Angestellter war, sondern einfach frei mitgearbeitet hat. Und somit hat er das Recht über sein Drehbuch zurückbekommen. Dieses Urteil hatte leider große Auswirkungen auf die Zukunft von Freitag der 13. Denn Miller hatte jetzt die Rechte am Originaldrehbuch zurück, allerdings nur in den USA. Aber auch nur für die Ursprungsgeschichte von Jason. Den Jason mit der Hockeymaske, der Erwachsene, würde er nicht besitzen. Das würde auch bedeuten, dass zukünftige Projekte, die auf dem ersten Film basieren, komplizierter sind, da die Rechte nun teilweise bei Miller liegen und bei den ursprünglichen Produzenten.
Doch das Spiel war nicht das einzige, was Opfer von diesem Rechtsstreit geworden ist. Es wurden Filmprojekte auf Eis gelegt, aber auch andere Spiele, die diese Lizenz benutzen konnten. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum wir Jason als Horror-Ikone nicht in Dead by Daylight drin haben. Victor Miller hat damit also sich ziemlich viele Feinde wahrscheinlich gemacht und sein eigenes Franchise damit schon gekillt. Es ist ein Paradebeispiel, wie kompliziert das Urhebergesetz ist. Doch es gab auch Hoffnung für das Spiel, denn es wurde Freitag der 13. Resurrected angekündigt. Eine Free-to-Play-Version des eigentlichen Spiels, um das Spiel wiederzubeleben. Von Community-Mitgliedern. Leider erhielten diese Entwickler eine Unterlassungsverfügung von Horror Inc. Wahrscheinlich besonders, weil sie das Spiel kostenlos veröffentlichen würden und es dann als Raubkopie zählen würde. Es war hier sogar geplant, noch weitere Dinge im Spiel einzufügen aus späteren Filmen und so weiter. Nur es war irgendwie klar, dass es scheitern würde. Und anscheinend wollen die von Resurrected jetzt irgendwie ein eigenes asymmetrisches Spiel machen. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Aber was machen die Entwickler denn heute? Die Entwickler hinter dem Spiel Freitag der 13. arbeiten aber heute auch noch an anderen Spielen. Wie zum Beispiel Texas Chainsaw Massacre mit der Lizenz von Leatherface. Das Spiel hat so einen ähnlichen Touch, aber mit dem originalen Gameplay von Freitag der 13. vermisst man das. Es ist quasi dieselbe Mechanik, aber es fühlt sich trotzdem anders an. Was das Spiel aber nicht schlechter macht. Bei Killer Clowns from Outer Space ist sogar der damalige Executive Director und Projektleiter von Freitag der 13. Randy Greenback im Spiel dabei. Also er hat da mitgemacht. Falls ihr also ähnliche Spiele wie Freitag der 13. spielen wollt, sind das wohl die Spiele, wo man hingehen könnte. Doch so ein Spiel wie Freitag der 13. werden wir wohl erstmal nicht haben. Rest in Piss. Es ist immer traurig, wenn ein beliebtes Spiel wegen sowas scheitern muss. Ich habe das Spiel selber halt nie gespielt, aber immer bei meinen Lieblings-Let's Player von damals, Keyshaw und Kreisverkehr angeschaut. Die beiden waren einfach meine Kindheit. Und ich fand das Konzept vom Spiel einfach so genial. Einfach ein asymmetrisches Game, das nicht eine Dead by Daylight Copy-Paste ist. Es hatte ein eigenes Gameplay und wirklich, es war geil. Doch habt ihr damals Freitag der 13. gespielt oder so wie ich darüber Videos angeschaut? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, auch irgendwelche Stories, die ihr vom Spiel habt oder Sachen, die euch noch eingefallen sind, die ich hier jetzt nicht im Video erwähnt habe. Es interessiert mich wirklich sehr. Folgt mir auch gerne auf Twitch, wegen da spiele ich ein paar unterschiedliche Spiele und mehr Zuschauer sind ganz cool. Ihr könnt Kanalmitgliedschaften abschließen für 99 Cent, wenn ihr mich gerne weiter supporten wollt. Ihr kriegt dann diese coole Badges und Emotes. Schreibt mir auch gerne ein anderes Spiel, das genauso eine ähnliche Geschichte hat, dass es gescheitert ist. Und dann gucke ich mir mal an, was da alles schon passiert ist und mache dann nochmal so ein Video. Meine Idee wäre es als nächstes VHS, also Video Horror Society, zu analysieren, was da schief gelaufen ist. Wenn ihr es sehen wollt, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis dann verabschiede ich mich mal hier. Hier sind noch andere Videos, schaut sie euch gerne an. Bye.